Das da. Du. Was machen wir hier? Shadow Broker. Mission. Oh, alles klar. Ja. Wir tun so. Den Shadow Broker. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin, verdammt? Nach rechts. Ja, sie haben irgendwas gelabert. Na ja, gut, noch. Es würde irgendwie nicht klappen, weil wir von zusammen herkommen. Und du mich schon wieder hinführst, die werden jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. So. Ich kann nur eins sagen. Ja. Ich werde bei meiner Xbox bleiben. Geh weg. Nein. Allein schon aus dem Grund Halo. Naja. Hat sich's für mich gelohnt. Naja, ich weiß nicht. Ihr mal das Let's Play von dem neuen Halo angeschaut. Von GameTube. Halo 4. Ja, ja. Und hab mir so gedacht so. The fuck? Wie kurz Wieso? Kann das Spiel eigentlich sein? Ach so, ja, da was? Halo 3, Halo 2, Halo 1, die Spiele waren lang, die haben geniale Story gehabt, wo man sich wirklich als PS3-Spieler sagt, scheiße, warum gibt's das nicht für PS3, gell? Oder halt generell für PlayStation. Und dann kommt dieser Scheiß mit Halo, es muss nicht sein. Eine Blutspur. Das hier wurde bei dem Crash verletzt. Blutspur. Aber trotzdem, Halo allein ist es nicht. Wir haben dafür was anderes. Das wäre? Killzone. Naja. Killzone ist Halo, nur für PS3. Nee, ich fand Killzone... Ich hab's auch gespielt mal, beim Kumpel, ne? Hm? Und ich war von der Story nicht so begeistert wie von der bei Halo, muss ich ehrlich sagen. Die ist echt nicht der Burner. Und bei Story-technisch macht's weniger her, das stimmt, aber was mir eben... Und das ist eben die Mischung bei Halo. Was Story und Spiel passen gut zusammen. Was ich gern hätte bei Halo, war halt das Kampf und... Also so die Grafik und das Kampfsystem von Killzone und die Story von Halo. Das wär's. Weil die Grafik ist von Halo erst beim Teil 4 so geworden, dass man sagen kann, okay... Weil die vorigen Teile sind Xbox-bedingt scheiße gewesen. Vor allem das Dreier. Da haben jetzt so auf der Xbox rumzureiten, es geht gerade ums Spiel. Ja, okay. Ich sehe Fußspuren, blaue Fußspuren und einen blauen Arsch, einen blauen Alien-Arsch. Ja, du hast mir die Haken gesehen. Naja, sag's mal so, das sind Hupen. Was hier? Es ist vorbei. Die Party gestern alle komplett angezwitschert, kriegen nichts mit. Ah, was ist los? Grünes und Schätzelein. Allein. Oh, das schaut aus. Ah. Okay. Mariana. Mariana. Du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Na komm, lass mich klicken. Fluchthöhe nützt ihnen nichts? Da darf ich jetzt aber mit der Brechstange fahren. Das ist ein Böser. Und mehr grad, beim Duster hat schon wieder das Internet geschmissen. Ja, Summer, böse. Selbst wenn sie hier rauskommen, verlieren sie ihren Spectre-Status. Sie haben das Handelszentrum angegriffen. Ja, allerdings. Glauben Sie? Ich denke, das waren Cerberus-Terroristen. Wem wird der Rat wohl eher... Skype will mich heute echt trollen. Ja. Ja. Taylor ist gerade relativ lustig drauf. Ich habe einen Sohn. Hat gerade den Geisel genommen. Ach ja, das habe ich noch gesehen. Ja, ja. Mariana. Das geht's gleich voll ab. Na komm. Ich kann nichts tun dabei. Also, Scheiße. Im Sinne von pausieren und dir das Bild wiedergeben. Mariana. Boah, ist die böse. Okay, Moment, jetzt kann ich's. Skype, wo bist du? Skype, hör auf mich zu trollen heute, echt. Ja. So. Ich bin im Stress. Ich schieße, wenn ich muss. Das gibt's denn nicht? Ich kann da zwei Sachen nicht auswählen. So ein Scheiß. Geisel verwunden, Thermomagazin ablegen. Thermomagazine. Ach du Weichling! Es ist okay, Mariana. Aber man, wenn die Art Thermomagazin auf dem Boden liegt. Ist immer noch verschlossen in der Knalle. Ja. Oh, der war schön. Hä? Wer hat jetzt geschossen? Wir wurden entdeckt. The fuck? Vor allem die Aussage jetzt von Shepard. Wir wurden entdeckt. You know say. Aua. Aber schau plus 15 Vorbild, Mann. Ja. Mach es dir noch ein gutes Stück. Oh, das Stück. Oh
Okay, wir brauchen da definitiv die Skulptur. Jetzt reicht's, wir haben doch die schwere Waffenmunition bekommen. Und sowas von keine Munition drin. Ist effektiv leer. Ja. Ja, manchmal bräuchtest du auch Bionische Fähigkeiten. Ja. Haben wir eigentlich. Was packst du denn? Du hast bionische Fähigkeiten? Bionische? Biotische. Mann, der ist voll bionisch! Betäubung, Kryo. Ja, das hilft nichts. Disruptor ist eigentlich jetzt eh nicht scheiße für den Bosskampf. Wobei, weißt du was? Der hat die, ja genau. Die geht eh relativ gern in meine Nähe, also. Die sucht. Wo ist sie denn überhaupt? Da ist sie. Hä? Ich würde davon ausgehen, dass er was von dir will. So eine scheiß Drohne. Was gibt's denn jetzt? Ist ja unmöglich. Weg! So. Salarian, komm. Na, ich hab den nicht vermisst, Schatz. Ah, oh, jetzt ist sie von mir. Okay, jetzt ist sie hier. Oh, die Kasumi hat gerade ihre Attacke eingesetzt. Also bauen wir jetzt die Oh, geh von mir weg, Mensch. Halt. Oh. Die man, ihre Barriere haltet extrem viel aus. Ja, stimmt schon. Und wenn die mal runter ist. Ja, jetzt ist das die Panzerung dran. Jetzt kommt die Brandmunition. Jetzt ist schon wieder raufgegangen, oder wie? Ah, schon ja, wieder so eine Drohnen-Scheiße. Und Typen, die nicht fahren können. Ah, die Drohnen schaffen es schon. Eieiei. Mariana. Komm, Lot. Okay, jetzt reicht's. Jetzt muss ich eine Kette einwerfen. Nein! Spät. Soll ich dir mal was verraten? Ja. World of Tanks kommt für eine neue Plattform raus. Ja, wissen wir. Ja, welche denn? Ja. Scheißbox 380. Sag sowas nicht. Ja. Ja, sag sowas nicht. Ja, und da weiß ich, PS3 wahrscheinlich das nicht leisten hat gerne so einer Scheiß. Wenigstens wurde bei der Xbox noch nie das System gehackt. Ja. Wenn ihr keine System-Updates hat, das bringt nichts bringen. Wir greifen nur wieder Sachen auf, die wir nicht aufgreifen sollten. Ja. Wobei, ans muss man eigentlich Xbox noch lassen. Naja, Online-Shop ist immer noch besser als unser, naja. Why? Unser ruckelt, steht, ist langsam, unverständlich und unübersichtlich. Toll, die sind den Shop haben bei uns zu, wir haben es tot gepatcht. Das klappt man kaum. Naja. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. So, so, und jetzt kommen wieder Drohnen, Junge. Ich sage mal, Xbox hat sein Zeug und PlayStation hat sein Zeug. Beide Fraktionen sind streng verfeindet eigentlich. Ja. Was das so? Wir wollen ja, aber was wir nicht wollen, irgendwann einmal zur Westside Story. Scheiß. Da gibt's keine Verbünderung. Verbrüderung. Verbrüderung und der Xbox und PlayStation spielen? Nee. Also bitte, hallo. Aber du bist ja reiner Computerzocker, hast du gesagt. Ja, ich spiele hin und wieder PlayStation. Außerdem, das coolste Spiel generell gibt's halt leider nur für PlayStation. PlayStation 2. Welches? SSX! Was ist das? SSX? Snowboard-Spiel. Das geilste Snowboard-Rennspiel aller Zeiten. So. Ja, ich halte nichts von Snowboard-Spielen. Ja, weil alle scheiße sind, bis auf SSX. Das ist echt allgemein so. Bin ich kein Fan von Sportspielen. Ja, es sind ja alle Sportspiele scheiße, aber SSX, das ist echt die Ausnahme. Das Spiel ist einfach. Das Spiel ist in echt in jeglicher Hinsicht, das ist voll die Ausnahme, das Spiel. Boah, Alter, die muss ich die ganze Zeit beamen, das nervt mich so. Boah.
ist wenigstens mal ein Bossgegner, der es wert, oder? Das stimmt. Bist du der Boss? Das ist zu nah. Die will was von dir, sag ich doch. Na. Bist du der Boss? Hey! Schon wieder weg und schießt zum Tauch. Geh weg. So, erledigt. Oder Zeit. Ja, schon. Ja. Verdammt, Schier. Wo sind jetzt hingegriffen? An den Arsch. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot. Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Reaper? Haben Sie deswegen den Rat gekauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Ja, nee, ist klar. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Sie sind zu weit gegangen. Wir sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich, wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ja. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Arkus. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Wenn sie tot ist, können wir sie ja nochmal durchknödeln. Alter, Nekrophil auch noch. Shit happens noch, ist er warm. Aha. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Oh schön. Den kann man ja mitnehmen, oder? Hey! Ja! Geschafft! Ihr habt's geklickt. Glückwunsch. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Ja, du bist klar. Hey, Freunde Plus, wir haben doch schon mal... Zeug gemacht. Genau. Die wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es das ist ziemlich kalt. Okay, und? Sie haben Unschuldige. Und sind wieder erwischt, die Chance. Was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie was hier hinterher, ohne sich umzudrehen. Oh. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an was hier dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Ah, ja. Es war Vassirs Schuld, nicht ihre. Ah, ja. Der Rat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Ah. Aber ab jetzt ist Ruthless Bitch. Rein, raus. Ja, ja, das kennen wir. Die zwei wahrscheinlich nicht. Ach, geht doch. Sekunde die Luft an. Wir springen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Natürlich die Beziehung. Shepard, ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind. Aber? Besorgt, dass es Terminals geben könnte, die ich hacken muss? Das ist nicht fair. Sie waren tot. Ich bin wieder da. Ah, sie ist eifersüchtig, die Shepard. Herrlich. Sie und zwei Jahre Trauer einfach weg. Geile Scheiße. Unfassbar. Tut mir leid, Shepard. Ich kann darüber nicht reden. Konzentrieren wir uns erstmal auf Farrens Rettung. Na schön. Okay. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Die beste Grafik haben immer noch Computer. Nona nicht. Hä? Mein Computer. Allgemein. Ja, 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 auch.
Mein Computer. Und allgemein Computer. Wenn der Olli mir bald einmal seine Grafikkarten zukommen lässt, habe ich zwei Grafikkarten, auf die dann Mass Effect spielen kann. Na gut, weiter geht's dann ganz toll und prall beim nächsten Teil, oder? Ja. Passt. Bis dahin. Tschüss, Leute. Tschüss.